herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Richard. So, die Drähte waren falsch. Also nochmal zur Verteilerdose. Wir waren da anscheinend zu ungeduldig. Jedenfalls müssen jetzt noch Rot und Blau vertauscht werden. Zack. Und zack. So. Dann nochmal den Schalter betätigen und tata, die Pumpe funktioniert. Das Wasser ist aus der Röhre abgelaufen. Die Frage ist, wieso? Tja, weil der richtige Draht. Ja, aber... Frag nicht. Also bei diesem... Der Durchlass ist nicht groß genug. Abenteuer. Und die Propeller blockieren den Weg. Frag ich mich gar nichts mehr. So, welchen nehmen wir denn? Wir nehmen doch mal den großen. So. Schieben. Der Schlüssel kann links oder rechts herumgedreht werden. Oh, danke. Danke für den Hinweis. Ich habe die Position von ein paar Propellern verändert. Ja. Okay. Das Flügelrad verfügt über 3 Propeller, von denen einer hinter dem anderen liegt. Cool. Und kommen wir da jetzt durch? Nein. Ah, okay. Je nachdem, welches Ding du nimmst, bewegst du eine andere. Ah, okay. Das Flügelrad verfügt... Ja, ja. Die muss auch immer alles wiederholen, ne? Jeder Schlüssel dreht das Flügelrad anders. Bisschen mehr. Nein, das ist nicht richtig. Ach nein? Ach so. Okay. Die Achse des Flügelrades... Ja, ja. Dann halt nicht. Sie dann halt wohl besser wissen nicht. Als ich. Ah, okay. Jetzt kann ich mich unter den Propellern durchzwängen. Okay, man muss einfach... Die Metallplattform ist uneben. Ach was. Ja, wir können trotzdem durch. Okay. Ja, dann. Öpf. Krabbel. Sieht ein bisschen aus wie Bruce Willis bei Die Hard. Mm. Schon. Filmtipp des Tages. Dieser Container ist unter dem Raum, den ich durch die Luke gesehen habe. Ah ja. Plattform. Die Metallplattform ist uneben. Ach was. Haben wir jetzt den Eimer, ne? Den stellen wir da drauf. So. Und dann kletterst du da hoch? Verrückt. Ach so, wir sind hinter der Tür, okay. Zu hoch. Ach. Zu hoch. Dann nimm doch hier die Schlinge. Ich lege eine Schlaufe um den Griff. Yeah. Sieh. Und wenn ich einfach gezogen hätte? Was? Was? Wie? Hast du doch. Die Tür ist offen. Achso. Was? Was? Ich verstehe das manchmal echt nicht. Die Tür ist offen. Achso, und jetzt gehen wir wieder zurück. Genau. Ah. Nehmen wir den Eimer mit eigentlich? Ach nee. Was? Alles scheißegal. Jetzt vollkommen wurscht. Diese Treppe führt oben auf den Leuchtturm. Pumpe. Das war die sogenannte Pumpe. Pumpe. Okay. Pumpe war richtig gut. Ja, super. Vielen Dank, liebe Pumpe, für deine Hilfe. Endlich. Oh. Sie haben es geschafft. Der Showdown jetzt? Krass. War ein krasser Schritt, was wir da gemacht haben. Jawohl. Sind Sie so begierig darauf, Ihr eigenes Ende jetzt zu sehen? Jetzt rappen wir. Sie geben sich ganz schön mutig. Wo ist der Richter? Wolsey ist seit Jahren tot. Ach. Warum dieser Täuschungsversuch? Er ist vor 2 Tagen verschwunden. Das muss der Junior sein. Ah. Der interessiert mich nicht. Was? Er ist bestimmt bei seinem Liebhaber. Oha. Peter Douglas, Sie sind verhaftet wegen Mordes. Lassen Sie sich Zeit. Lassen Sie uns reden. Hm. Vielleicht ändern Sie noch Ihre Meinung. What? Drehen Sie sich um und legen Sie die Hände an die Mauer. Sie sind lustig. Ich bin hier Gott. Herr über Leben und Tod. Zum letzten Mal. Drehen Sie sich um. Wollen Sie mich umbringen? Wie Benson eben? Eine Kugel in den Kopf und das war's? Nein, das werden Sie nicht tun. Ich zähle bis 3. 1. Dies ist Ihre einzige und letzte Chance, sich die wahre Geschichte hinter meinen Verbrechen anzuhören. 2. Wenn Sie mich erschießen, und das werden Sie tun müssen, entgeht Ihnen die Gelegenheit, die ganzen Ereignisse zu verstehen. Sie werden vom Jäger zum Gejagten werden, gefangen und zu Tode gebissen. Wie primitiv. 3. Ach nee. Reden Sie. Ich bin nicht bewaffnet, wie Sie sehen können. Sie können sich sicher fühlen. Ich habe niemals Waffen benutzt. Was ist mit Ihren Komplizen? Eigentlich hatte ich nie Komplizen, wie das Gesetz es definiert. Benson? Nein. Paul Reed? Nein, hat über nichts Bescheid gewusst. Jack Rowling? Ja, wer? Das sind diese Leute.
Dieser Journalist. Nein. Keine Ahnung. Am hilfreichsten waren, wie Sie sie nennen, die Opfer. Warum haben Sie sie umgebracht? Und warum die Juroren aus Bensons Verhandlung und nicht aus Ihrer? Zuerst einmal gab es bei meiner Verhandlung keine Juroren. Ich habe eine Vereinbarung mit dem Ankläger des Militärs getroffen. Zum Zweiten habe ich meine Strafe verdient. Ich habe Paul zum Krüppel gemacht. Es war einfach nur ein Gerichtsurteil. Dann verstehe ich das nicht. Im Staatsgefängnis haben sie mich in eine Zelle mit Benson gesteckt. Als ich erst seinen Hintern gerettet hatte, buchstäblich und im übertragenen Sinne, betrachtete Archie uns als Freunde und vertraute sich mir an. Er versprach, mich aus dem Gefängnis zu holen. Ein Typ, der kaum dem Schicksal eines Sexspielzeuges entgehen konnte. Dann hat er mir detailliert berichtet, wie sein Vater die Jury beeinflusst hat und dass er diese Frau wirklich umgebracht hat. Ich konnte bis zum Morgen nicht schlafen. Das waren die härtesten Stunden meines Lebens. Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Leute erschaffen Institutionen, um die direkte Verantwortung von sich zu weisen. Tief im Herzen glauben sie, dass sie bei einer Ernennung oder wenn sie ein Abzeichen bekommen, gleichzeitig moralische Immunität erhalten. Die Jury ist wie eine Deckung. Nicht viele Leute würden zugeben, dass es sie anmacht, gottgleiche Macht über das Leben eines anderen zu haben. Aber man sollte nicht die Bereitschaft der Leute unterschätzen, sich auf alle möglichen Arten betrügen zu lassen. Archies Vater, immerhin ein Politiker, hat sich das perfekt zunutze gemacht. Auf die eine oder andere Weise hat er sie alle gebrochen, den Weg bereitet. Ich musste nur herausfinden, was sie wollten, was ich ihnen geben könnte. Und alles waren hässliche, einfache Wünsche. Einfache Wünsche verdienen es nicht, mit dem Tod bestraft zu werden. Ich wünschte, ich hätte meine Aufgabe vollständig begriffen. Ich war nicht geduldig genug, alles so vorzubereiten, dass sie alle durch eigene, nicht erzwungene Aktionen gestorben wären. Ich gebe zu, dass mein Verlangen nach Rache stärker war als der Wille, Perfektion zu erreichen. Emotionen sind schlechte Ratgeber. Sie wollten sich als ihr Richter aufspielen. Ich wollte wirklich sehen, wie sie sich willentlich für ihr Schicksal entscheiden. Keiner von ihnen hätte willentlich die Folter gewählt. Als sie mich heute angerufen haben, meinten sie, sie würden die nächste Karte vorbereiten. Wenn sie nicht hinter Wolsey Junior her sind, wen haben sie dann gemeint? Den Joker. Ich schätze, sie haben ihn gefunden, oder? Was bedeutet das? Was? Denken sie darüber nach, wofür der Joker steht. Spaß? Verrücktheit? Wandelbarkeit? In einem Kartenspiel ist der Joker eine Sonderkarte. Es gibt Spiele, in denen er jeden Wert annehmen kann. Ja. Der Joker steht für Wandelbarkeit. Ein Trick im Spiel. Wer ist also Ihr Joker? Nicole. Das haben Sie noch nicht herausgefunden? Sie sind der Joker. Ich? Das habe ich erwartet. Sie reagieren nicht mit Angst, sondern mit Überraschung. Ihr krankes Hirn täuscht Sie immer mehr. Ich bin nicht geschaffen für einen Joker. Sind Sie nicht? Sie sind der Joker. Sie haben so sehr versucht, meine Opfer vor der Umarmung des Todes zu bewahren, und doch haben sie einen wehrlosen Mann getötet. Er war nicht wehrlos. Ich konnte nicht sicher sein, dass er nicht schießen würde. Er hat auf mich gezielt. Sie sind sicher, dass Sie dafür Absolution erhalten werden, oder? Aber ich habe Archies Pistole entleert. Es waren keine Patronen drin. Er hatte keine Chance. Das habe ich erwartet. Sie sind zu meinem Werkzeug geworden, zu meinem Trumpf. Mein Joker. Sie Hurensohn. Nicole! Aus allen Staaten, in denen sie gemordet haben, werden wir einen wählen, in dem die Todesstrafe noch angewendet wird. Vorzugsweise mit dem elektrischen Stuhl. Wie kommen Sie zu der Vorstellung, ich würde verurteilt werden? Haben Sie unwiderlegbare Beweise? Meine Fingerabdrücke? Mein Blut? Mein Haar? Das würde ein Indizienprozess werden. Ich werde triumphieren. Ich werde die Absurdität der Justizmaschinerie demonstrieren. Wenn die Morde analysiert sind, wird klar werden, wie die Beschützer des Gesetzes wirklich sind. Korrupt, gierig, heuchlerisch. Vielleicht sollte ich anfangen, ein misshandeltes Opfer zu spielen. Vielleicht hilft mir Kongressabgeordneter Benson, wenn er dem FBI übel nimmt, dass es seinen Sohn kaltblütig getötet hat. Sie werden es nicht schaffen, dass Ihnen jemand glaubt. Das muss ich gar nicht. Ich habe eine Aufnahme. Und es ist keine Aufnahme Ihrer Emotionen. Das sieht auf dem Bildschirm ganz anders aus. Das ist ein Beweis. Erwarten Sie nicht zu viel davon. Sie verstehen nicht die ganze Situation. Sie verstehen sich selbst nicht. Denken Sie an Ihren Partner, Perry.
Wer ist denn Harry? Wie haben Sie Dick eingewickelt? Ja, der Harry Partner. Hat sich in Finneys Frau verliebt. Dick? Er konnte es nicht ertragen, wie er sie behandelt hat. Er hat versucht, einen Weg zu finden, ihn festzunageln. Als er auf Patrouille war, ging er zum Turm. Er hat Finny verbluten lassen, obwohl er ihn hätte retten können. Ich habe mich direkt in ihrer Nähe versteckt, vor Angst zitternd, und habe alles durch einen Spalt beobachtet. Sie haben ihn erpresst? Ja, Perry hatte nicht den Mut, es zuzugeben. Ich konnte ihn über Jahre manipulieren. Darum war er so wild hinter ihnen her. Und hat versucht, es allein zu erledigen. Er wollte mich einfach bei der Verhaftung erschießen. Wo sind die Videoaufnahmen? Kontrolle. Darauf kommt es am meisten an. Sie verlieren die Kontrolle über die Situation. Hören Sie auf, sich selbst zu täuschen. Bla, bla. Sie liegen falsch. Leute können programmiert werden, genau wie Maschinen. Tja, wie auch ganze so Situationen. Sie glauben, Sie wären der Herr über Leben und Tod? Ja, einer Person das Leben zu nehmen, ist die größte Macht, die ein Mann haben kann. Und Sie sind mein Werkzeug. Sie werden mich niemals töten. Woher wollen Sie wissen, dass es um Sie geht? Das reicht. Drehen Sie sich um und legen Sie die Arme auf den Rücken. Sie haben das Recht zu schweigen. Sie haben das Recht, sich einen Anwalt zu nehmen. Ich stehe hier vor Ihnen. Ich bin der Bösewicht. Das ist zwecklos. Sie haben keine Macht über mich. Ich bin derjenige, der die Karten austeilt. Leben Sie wohl, Joker. Oh. Was? Sieht ein bisschen aus wie John Malkovich. Ja, hey John. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig, ja. Oh, die Karte fliegen weg. Oder war das die Glasscherbe? Man weiß es nicht. Helikopter. Ich würde erschossen. Vor ihm. Jetzt werde ich sterben. Ich komme nicht wieder. Ich bin ins Wasser gefallen. Auf Wiedersehen. Flug, flug. Ich werde zurückkehren. Nick, hast du immer noch diesen Job für mich? Nick? Was? Sie hat Nick angerufen, oder? Ja, sie hat wohl Nick... also Nick hat sich ja jetzt selbstständig gemacht als Privatdetektiv und so. Und sie möchte jetzt wieder doch mit Nick arbeiten. Und nicht mehr fürs FBI anscheinend. Ja. Feedback-Runde. Fazit. Fazit-Time. Wie fandst du das, Kiki? Ich fand's besser als die anderen davor. Also immer noch schlecht. Es ist... nach wie vor nicht das Beste, was ich je gespielt habe, aber immerhin das Beste aus der Reihe. Welche war dein Lieblingskapitel oder Minispiel? Oder ich fand den Vergnügungspark ziemlich cool, so die Idee. Ja. Ich glaube, ich auch. Ja. Ich fand den Bösewicht nicht so gut. Nein, der Bösewicht, der hat ein bisschen komisch gesprochen. Man muss immer jedes Wort betonen, dann wirkt man ein bisschen bedrohlicher. Jawohl. Den anderen gegenüber. Und wenn man... Mann! Und ein bisschen psychopathischer. Ja. So, ja, nee, ansonsten hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Nur die Rätsel haben mich so ein bisschen aggressiv gemacht zwischendurch. Aber sonst alles gut. Welche war der allerschlimmste Rätsel? Oh. Okay, das Kabel war sehr unlogisch. Ja, gut, aber das war nicht das Schlimmste. Ich fand das mit den Lasern ganz schlimm. Dass man die gar nicht anrühren musste, bis auf den einen. Ja, stimmt. Ah, das war nicht schön. Naja, gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank für das Zuschauen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und wir hoffen auch, dass ihr beim nächsten Spiel wieder dabei seid. Stimmt, ihr könnt Kiki dann Spiele vorschlagen. Auch das, und ja. Und kommentieren und gefällt mir und abonnieren. Das ist Kikis Motivation. Genau. Sonst würden wir das hier gar nicht machen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.